So, da sind wir. Entschuldigung für die kleine Verspätung. Es geht sofort los. Ich war noch hart am Arbeiten. Es geht sofort los. Mal sehen, wer ist denn alles da? Wer sieht denn überhaupt alles zu? Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende soweit. Die Wochenende genießen konnten. Zieht ihr gerade noch? Ich muss hier gerade noch die Warnhinweise, die bei Postal üblich sind, über mich ergehen lassen. So, da sind wir auch schon fertig. Ich glaube, das Spiel ist noch etwas laut. Das ein klein bisschen leiser. So, und dann sind wir auch schon bereit. Puzzle 2. Sehr schönes Spiel. Finde ich sehr, sehr witzig. Humor ist etwas gewöhnungsbedürftig. So, Casper Blaze ist da. Hallo Casper Blaze, hallo Veni, hallo Alf. Hallo alle anderen, die noch da sind im Chat. Wie gesagt, sehr schönes Spiel. Mit sehr, sehr schwarzem, düsteren Humor. Wir schauen uns das Ganze an. Wir starten ein neues Spiel. Und dann legen wir mal los. Machen wir hier, machen wir denn? Es gibt hier so viele Auswahlmöglichkeiten. Wir spielen mal auf. Nehmen wir mal easy. Wir spielen eine komplette Woche durch. Da gibt es mehrere Möglichkeiten bei Postal 2. Man kann es normal spielen, nur das Wochenende oder die komplette Wochenende. Die komplette Woche. Entschuldigung. Wir spielen die komplette Woche. One Week in Paradise. Also eine Woche in Paradise. Paradise heißt die Stadt, in der wir uns befinden. Und dann legen wir mal los. Kurz die Steuerung erklärt. Weiter nicht wichtig. So, es beginnt beim Montag. Ja, wir spielen die komplette Puzzlewoche, Veni. Wie ist es? Ist das Spiel zu leise? Bin ich zu laut? Ist das alles gut? Impressed. Here's one for your mother. I think I need Ow! Some malt liquor. Are you drunk? Alles gut, höre ich gerade. Perfekt.
unser Charakter heißt einfach nur der Dude oder der Postal Dude. Angestellter bei der Firma Running with Scissors, von der das Spiel programmiert wurde. Deren Chefentwickler Vince Desi, falls er uns zusieht, Vince, falls du uns zusiehst, schöne Grüße. Ich weiß, wir hatten öfter Kontakt. Christ, it's as hot as the devil's rectum in here. When did we move to hell? You were the one who insisted on relocating for that stupid video game job. Yeah, well, crack doesn't by itself, you know. Why isn't the AC on? Broken. Ow, shit. When you're done screwing around, I made a list of errands for you on the fridge. Jesus, woman. Where's the milk? It's on the damn list. I'll put you on a damn list. What the? Ah, stupid dog. Don't let the dog out. Crap. And don't forget my rocky road. Yeah, yeah, whatever. Let me guess. I can tell this is going to be an interesting day. See Vince. I was pretty hungover yesterday, but I think I remember where I work. Score some cash. Excellent. Ah, there it is. Pick up some milk. Now where is that? Here it is. So, da sind wir also im Spiel. Es ist Montag, die Woche beginnt. Und wir bekommen jeden Tag einen kleinen Aufgabenzettel mit Aufgaben, die wir erledigen müssen. Ich muss nur mal kurz nachsehen. Das war ja. Und zwar, heute steht auf dem Plan, wir müssen zu unserer Firma, bei der wir arbeiten. Und bei unserem Boss, Vince hat sich selber in das Spiel schön mit eingebaut, müssen wir unseren Paycheck abholen, also quasi unseren Gehaltscheck. Als nächstes müssen wir Cash Paycheck, also wir müssen den einlösen bei der Bank. Und wenn wir den eingelöst haben, werden wir uns noch ein wenig Milch besorgen. Ich denke, das wird für heute genug sein für diesen heutigen Samstag. Später gibt es dann noch was anderes ab 18 Uhr her. Und wir starten dann mal. So. Oh Gott, die Maus ein bisschen runterstellen. So, das reicht schon. Dann können wir uns direkt mal hier die Zeitung ansehen. Man, what these game developers won't do for a buck. At least it's educational. Kann sich ja jeder dann auf Pause drücken, wenn er das möchte. Und hier haben wir auch schon ein paar nette Gegenstände. Und zwar eine Schaufel und eine Crackpfeife. Sammeln wir mal ein.
Und dann marschieren wir mal los. Mal sehen, was es denn hier so gibt. Man kann in die ganzen Häuser und sich hier mal ein bisschen umsehen, was die Leute denn alles so haben. Hier haben wir zum Beispiel etwas Benzin. Das wird später auch sehr nützlich sein. Elektroschocker. Bisschen warm hier drin. So. Dann marschieren wir mal los. Die Leute haben auch immer sehr, sehr nette Gespräche. What you talking about, fool? What is that supposed to mean? When's he going to mile? I don't care. Say what? Hey, so is it true that if you swallow the worm, you trip balls? You think there's gators in the sewer? Damn it, stop doing that. Auch Polizei läuft hier schön rum. Sehr schönes Schild. Beware of the rabbit pitbull with ass. AIDS. Not for that. Ja, es sind so ein paar nette kleine Sachen eingebaut. Müssen wir mal sehen. Oh, ich sehe gerade nicht. Das ist nicht der richtige Weg. Wir wollen hier entlang. Auch hier schönes Werbeschild. Hey kids, your parents are going to die. Make sure to prepare with a policy from Fear of America. Was so viel frei übersetzt heißt wie, hey Kinder, eure Eltern werden sterben. Geht sicher, dass sie mit einer Versicherungspolice abgedeckt sind von Fear of America. Das ist die Firma. Hier in der Stadt. Ich war schon eine Weile lang nicht mehr dieses wunderschöne Spiel gespielt. Es fängt ganz ruhig an. Noch ist alles in Ordnung. Alle sind freundlich zu uns. Wir sind freundlich. Das kann sich aber jederzeit ändern. Gary says, "What you looking a fool? Buy the damn book." So, wir kommen hier auf unser Firmengelände. Und hier haben wir schon die ersten Störenfriede, die quasi hier protestieren gegen unsere Firma,
die quasi zum Ausdruck bringen wollen, Videospiele sind schlecht, sie machen unsere Kinder gestört. So, dann müssen wir zu Vince ins Büro. Das ist unser Chef. Hier, Vince Desi. Nothing personal, man, but you're fired. But I just started yesterday. Your check is on my desk. Go get it. Also, wir wurden gefeuert, nachdem wir gestern erst dann angefangen haben zu arbeiten. Und sammeln wir doch mal den Scheck ein. Done. Und jetzt geht's dann richtig los. Who's with me? Games are bad, they make you mad. Come on, everyone, follow me. We don't have to take this shit. Make him. Ja, ja, so kennt man die Protestanten. Sind bestimmt Grüne. Ja, das war blutig, möchte ich sagen. Aber wenigstens haben sie uns mal eine Waffe gebracht. Look out! Ow! Liegt noch mehr Munition rum. Nehmen wir mit. Ja, Vince tritt nochmal rein in die Leichen. Wunderschön. Wir stecken die Waffe auf jeden Fall mal weg. Was soll ich denn da damit? Ich will das nicht mitnehmen. Ups, 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 ups. Just kidding. Now the flowers will grow. Now the flowers will grow. Ja, wir lassen ein paar Blümchen wachsen. Oh, wir pinkeln dir doch mal gekonnt in den Schritt. So, wir haben $27 eingesammelt und unseren Gehaltscheck. Und es sieht so aus, als ob wir hier halbwegs unbemerkt davonkommen. Hier geht irgendwas vor sich. One side. Was für ein netter kleiner Hund. So, wir müssen zur Bank. Hier oben steht's, hier geht's zur Bank. I think I'll need to keep an eye out for these folks. They're definitely hazardous to my health. Wir haben eine neue Notiz bekommen. Wir kriegen immer hier, zeig das nochmal kurz. Wir kriegen hier oben immer so ein Foto dazu, wenn uns neue bekannte feindliche Gruppierungen, mit denen wir Händel anfangen oder die mit uns
dann kriegen wir immer ein neues Foto dazu. Ausgestrichen ist, weil wir das erledigt haben, den Gehaltscheck abholen. Jetzt gehen wir den mal einlösen bei der Bank. Zwischenstopp. Man kann eigentlich so gut wie überall rein. Und es gibt so gut wie überall was zu entdecken, was zu mitnehmen. Okay. Zum Beispiel hier. Das sieht doch schon gut aus. Eine schöne Schutzweste. Da leiden ja nicht so viel Schaden. Und ein schönes Maschinengewehr. Aber so ein kleines Lebenspaket wäre nicht schlecht gewesen. Ah! I gotta find more of that good stuff. Ich finde diese Werbetafeln auch sehr schön. Ready Shred Beef Substance. Ja, ja. Wie gesagt, noch ist alles sehr ruhig. Noch sind wir relativ entspannt. Die Leute sind relativ entspannt. Aber je weiter das Spiel fortschreitet, umso aggressiver werden die Leute auch. Ebenso wir selbst, denn wir, das werden wir gleich sehen. Einige der Aufgaben, das war jetzt sehr, sehr einfach. Aber andere erfordern etwas Geduld oder, sind ziemlich schwierig zu bewältigen. Und zum Beispiel er hier. Laufen natürlich dann auch in der Stadt und überall sonst rum und gehen uns dann auf die Schnürsenkel. Ich erinnere mich, hier oben war noch was. I definitely need more of that. Haben wir denn hier? Etwas Dynamit? Ich glaube, springen sollten wir nicht. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich richtig viel Fallschaden bekomme. Aber wir laufen mal außen rum. Smelt Napalm. We make weed removal easy. Also hier wird quasi das Unkraut mit Napalm das Unkraut gejätet mit Napalm und das ist der Zugang ist für die Öffentlichkeit. Also jeder kann sich hier Napalm besorgen. Wir kommen später noch zur Napalmfabrik. Noch was? Nein. Hey, you! Ja, ich. You go, girl. Ist ja gut. Relax. Baby.
Finde ich auch sehr schön. Also das ist die Bank, also die Fee of America. Und der Slogan der Bank ist We get away with it because we can. Also wir kommen damit davon, weil wir es können. Was ist denn? Spinnst du? So, und ja, das ist schon die erste Geduldsprobe. Wir können das jetzt friedlich lösen und unseren Gehaltscheck einlösen, uns hier in der Schlange anstellen und warten, bis wir dran sind. Oder wir machen das auf die interessante Weise. Das könnt ihr jetzt entscheiden, wie wir das machen. Ich speichere das in jedem Fall mal kurz ab. Wie sollen wir das regeln? I need to withdraw some money. And how much would you like to withdraw? $10. All right. Let's change your account. All done. Kick ass. Huh? You're welcome. Oof, Chapete. I can help you over here, Hi. Please. Sup? M-Gamer, also Martin ist dafür, wir machen das wie gute Bürger. $10. Okay. You're welcome. I can help you over here, please. Yo. Hi. I need to withdraw some money. Für ein Vieh da links? Wo? Musst du mir nochmal genauer sagen, was du meinst? Yakajimba. Yakajimba. I can help you over here, please. Hola. I need to withdraw some money. And how much would you like to withdraw? $20. Okay, let's update your account and. Ich muss mal noch kurz nachsehen in den Options, wie ich meine. Next item. Ah, okay. Und wie benutzen wir das? Mit E. That rocks. Im lila Oberteil. You're welcome. I can help you over here, please. Hi. Hello. I need to withdraw some money. And how much would you like to withdraw? $20. All right. Let's change your account. All done. Great. You're welcome. Das läuft irgendwie nicht so. Ich kann das Moment, ich muss das kurz. Ich kann das nicht auswählen. Wir machen aber mal Folgendes. Und zwar nehmen wir mal, das ist nicht die Delete-Taste, die ich hier angestrebt habe. Wir nehmen mal das hier. Okay. Ah. I can help you over here, please. Hi. Hi there. Can anyone help you? I'd like to cash this pitiful and embarrassing check, please. Okay, let's update your account, and there you go. Thanks. Mission accomplished with extreme prejudice. Don't move and you won't get hurt. Da sind wir direkt in einen Banküberfall reingeplatzt. Und müssen uns jetzt dementsprechend verteidigen. Wenn wir Glück haben, schießen die Bullen nicht direkt auf uns. Doch, sie
wollen uns auch. Jetzt haben wir Ärger mit der Polizei. Jetzt haben wir Ärger mit der Polizei. Gibt's hier irgendwas? Etwas Geld verloren, das sammeln wir mal ein, nicht, dass es jemand klaut. So, und ich denke, da können wir uns gleich mal auf den Weg zum Tresorraum machen. Die Polizisten halten schon etwas mehr aus als die normalen Zivilisten. Oh, das sieht übel aus. That's what that feels like. Got the scumbag suspect sighted. You go, girl. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Wir haben nur noch 70 Leben. Sieht sehr leer aus, aber wir nehmen mit, was wir kriegen können. Ein paar Leben wären wirklich sehr, sehr hübsch. Gab's da noch irgendwas? Ein paar Leben. That stuff really works. Ja, das ist der gute Stoff. Fischfinder. Das Geld nehmen wir auch noch mit. So. Dann haben wir auch gleich die Bank ausgeraubt, haben uns ein bisschen Geld verschafft. Dann machen wir uns davon, denn wir kommen damit davon, weil wir es können. Wir haben 414 Dollar. Rechtmäßig erworben, versteuertes Geld selbstverständlich. Was war das denn? Wieso habe ich jetzt gerade Schaden erlitten? Ich weiß es nicht. Ist eventuell ein bisschen verbuggt. Wir haben hier dieses wunderschöne saubere Wasser. Hat jemand seinen Campinganhänger entsorgt? Mal kurz sehen. Wir brauchen noch die Milch. Jacked in, jacked off communications. Auch nicht schlecht. Speichern noch mal kurz. War das jetzt das hier? Wir machen mal auf das letzte. Sicher ist sicher. Das sind zum Teil uralte Spielstände, die da irgendwie noch mitgekommen sind. Ich habe keine Ahnung, wie. Ist wahrscheinlich irgendwie daran liegen, dass das bei Steam gespeichert wird. Wir werden später auch die Elefantenfarm besuchen, wo sie
Elefantensteaks machen und verkaufen? Hey, you! You can't do that to me! Was ist denn für ein Problem? Lieber schnell weg. Ja, die Polizei kommt uns nämlich nach. Und wir sind relativ... Ja gut. Leben haben wir noch ein bisschen, aber... In dem Spiel ist halt noch nicht so viel mit Ducken und sich irgendwo verstecken, wenn auf einen geschossen wird. So, dann haben wir hier den Kiosk. Von indischen Leuten geführt. God, what's that awful stench? Sehr schön dargestellt, die Regale. Sagt, das Spiel ist nicht das neueste, aber. Did someone slaughter a goat in here? No, seriously, I want to know. So, ihr könnt wieder entscheiden. Ich speichere das vorher mal ab. Wieso hat er das hier nicht? Ach so, er macht das hier ganz automatisch nach oben. Okay, das ist neu. Ich verstehe. Ob wir die Milch auf regulärem Weg erwerben oder ob wir sie uns einfach nehmen. Wie gesagt, das ist der erste Tag, so ein bisschen zum Eingewöhnen. Das ist alles noch nicht so... schwierig oder aufregend. Es dient eigentlich quasi ja als Tutorial, der erste Tag. Wir können uns derweil hier mal ein bisschen umsehen. Wunderschöne Musik. Ist überhaupt nicht nervtötend. Schönes Fleisch. Wir sehen, es ist 5 nach 11. Okay, wir sollen sie uns einfach nehmen. Too easy. Time to head home. Also, da wird davon ausgegangen. Magic Cock? Cock Magic? Okay. Wir versuchen, die Milch zu stehlen. Was uns nicht bewegt, da der gute Mann direkt auf uns schießt. President is Chuck Heston. Here's your rebate, you damn dirty apes. My president is Chuck Heston. Nehmen wir direkt noch ein bisschen Geld aus der Kasse mit. Blöder Inder Drecksack. Was? Du wolltest uns erschießen? Da, dafür machen wir... Folgendes. Und folgendes. Mich
mich sehr gefreut. Wir werden sie bald wieder beehren. Now the flowers will grow. Oh shit. Shit. Geh auf, blöde Tür. So, wir müssen jetzt hier nach rauskommen. I feel better already. Ein paar Leben. So sehen wir übrigens aus. Sogar Animation im Spiegel. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Die Sendezeit ist sehr, sehr begrenzt, aber wir kommen fast genau hin. Ja, ja, ist ja gut. Das hier ist dann sowas quasi wie ein Dschihadisten-Camp. Don't crowd, there's plenty for everyone. I gotta find more of that good stuff. Wir können das auch essen. Es gibt uns Energie wieder. Nochmal schön die Schrotflinte. Are you storing cadavers in here? Someone light a match. Wait, bad idea. That can't be good. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Was war das? Hier waren wir drin. Oh, nice. Hilfe, ich hab mich verirrt. That stuff really works. It stings. You probably thought you weren't gonna die today. Surprise. Ja, sie haben wohl nicht gedacht, dass sie heute sterben werden. Überraschung. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Also hier müssen wir vorbei. Ich hab's nicht so mit der Orientierung. That stuff really works. Hier waren wir drin. Geht's nicht weiter. Ich beeil mich, ich beeil mich, ich beeil mich. Wir machen mal Folgendes. Speichern. Nein, nicht auf mich schießen. Da draußen lag was, also ist das, denke ich mal, der Weg, der jetzt am schnellsten geht. Wir haben nur noch, oder ich habe nur noch 5 Minuten Sendezeit. Und wenn wir auf den Plan gucken, wir haben alles erledigt, was wir heute erledigen wollten. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Und da wir fast zu Hause sind, sind wir auch gleich fertig. Did you go by work? Yeah, apparently I'm on sabbatical or something. Well, good. Maybe you can get a few more things done for me. I'm gonna do a few things to you. What was that? Nothing, dear. Enjoy your milk. Das war der Montag, quasi das Tutorial.
It's been a while since I've confessed. Hope I can remember everything. Let's see. Oh yeah, like I'll ever find that. Oh yeah, I gotta get that petition signed. Good thing I'm a people person. Guess I can do that anywhere. Stupid library book, bitch can't even read. Now where is that? Ooh, Gary's in town. I used to love what's happening. Let's see. I guess this crap ain't gonna get done by itself. So, wir haben noch die Liste, ganz kurz und knackig. Das sind die Aufgaben für Dienstag. Wir müssen unsere Sünden beichten. Das machen wir in der Kirche. Wir sammeln Unterschriften für eine Petition. Das können wir überall machen. Wir müssen ein Buch zurück in die Bücherei bringen. Obwohl unsere Frau nicht mal lesen kann, braucht sie ständig Bücher. Und wir brauchen ein Autogramm von Gary Coleman. Das ist der kleine, farbige Afroamerikaner, kleiner, schwarzer, weiß nicht, wie man es nennt. Auf jeden Fall, von dem brauchen wir ein Autogramm. Das sind die Aufgaben. Das alles gibt es nächstes Mal. Die Petition, sehr schön noch, weist quasi darauf hin, dass Winnie Congressman play violent video games, also dass die gewalttätige Videospiele spielen. Ja, an dieser Stelle unterbrechen wir das Ganze, denn jetzt gibt es hier gleich noch was anderes auf dem Kanal. Wir speichern das ab und spielen das nächste Mal weiter. Eventuell morgen, Dienstag. Also spielen wir den Dienstag, morgen am Sonntag. Danke fürs Zusehen. Und es geht hier gleich weiter mit Alf, der ein anderes schönes Spiel für euch hat. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Habt noch ein schönes Wochenende. Und genießt euer Wochenende. Ciao.